Jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zu einem... Wie alt ist er eigentlich? Man weiß es nicht, ne? Ich muss ihn gleich mal fragen. Doch, man weiß es. Ja. Er weiß es selber, dann kann ich ihn ja mal fragen. Zu einem jungen Mann auf jeden Fall, ja? Der... Ist es überhaupt ein Mann? Ja, da kann man ihn auch mal fragen. Müssen wir mal Fragen aufschreiben. Erstmal Alter, Geschlecht. So, was können wir denn noch fragen? Sexuelle Orientierung? Ja. Orientierung und so weiter. Denn er ist sowas wie der Gastgeber der Sesamstraße. Und heute ist die 42. Staffel der Sesamstraße gestartet. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Elmo! Hallo! Hallo, Elmo! Hallo! Hallo, Stefanie Graf! Hallo! Hallo! Ich komm mal hier rauf, oder? Ich auch! Moment! Hallo, Elmo! So. Das ist ja schön, dass du mal Zeit gefunden hast, zu uns zu kommen. Ja, obwohl ich um diese Uhrzeit schon längst im Bett sein müsste. Ja, aber irgendwie kriege ich heute kein Auge zu. Wie alt bist du denn? Das wollte ich fragen. Wie alt du bist? Schrei mich doch nicht so an. Ja. Ich bin 3,5. Dafür kannst du aber schon gut sprechen. Ich bin auch überrascht. Ja. Es kommt einfach so aus mir raus. Die meisten der Wörter, die ich sage, verstehe ich nicht, aber sie kommen aus mir heraus. Wenn ich alt bin, dann verstehe ich es auch. Sag mal, was hatte ich eben noch aufgeschrieben? Ich Geschlecht. Weiß nicht. Geschlecht. Bist du ein Junge oder ein Mädchen eigentlich? Es ist so viel Fell dabei. Aber in der Regel, also, ich glaube, ich bin schon ein Junge. Ah, okay. Oder? Was würdest du sagen? Was bist du denn so? Ja, ich würde sagen, Junge. Hm? Ja. Ja. Weil so behaart sind Frauen in der Regel nicht. Nein. Nicht die, die ich kenne. Ja. Ich weiß ja nicht, in was für Kreisen du so unterwegs bist. Sag mal. Ja. Die Sesamstraße gibt es ja schon unglaublich lange. Länger als dieses Sofa. Wie alt ist dieses Sofa? Dieses Sofa, weiß ich nicht, 15 Jahre? 16 Jahre? Sie wirkt aber älter. Das wirkt älter, ja. Das war ja schon alt. Als Treibst du das auch manchmal mit Pflegemittel ein? Nein. Solltest du. Das machen hoffentlich unsere Mitarbeiter regelmäßig. Ja, natürlich. Aber sieht nicht so aus, glaube ich. Ja. Sag mal. Ja, die Sesamstraße ist schon alt. Ja, sag mal, ihr habt viele Gäste in der Sesamstraße. Ja. Prominente aus dem Fernsehen. Ja. Ja, wo sollen die Prominenten denn sonst herkommen, wenn ich aus dem Fernsehen? Ja, du hast recht. Ja, ich weiß. Obwohl ich erst 3,5 bin. Ja. Was machen die bei euch? Die erklären mit mir zum Beispiel die Wörter des Tages. Was wäre dein Wort des Tages? Jeder Prominente bringt ein Wort mit und erklärt mir dieses Wort. Zum Beispiel könntest du auch ein Wort erklären. Du musst mir aber endlich mal sagen, welches. Ja. Jetzt unterbrich mich nicht dauernd, sondern sag einfach, welches ist dein Wort des Tages, Stefan Raab. Und zwar Gedicht. Gedicht. Kennst du ein Gedicht? Hier ist die Sonne, da sind die Sterne. Die Sonne lang. Ja. Hab ich mal irgendwo gehört. Bist du mit Grobi verwandt? Eigentlich, Grobi ist ja im Prinzip, sieht aus wie du, nur blau. Ja. Bist du mit Elton verwandt? Der ist auch mit dir. Wie, was heißt, der sieht aus wie ich nur? Naja, ich meine, der läuft auch bei TV Total rum. Nur weil Grobi auch in der Sesamstraße ist, ist er doch nicht zwingend mit mir verwandt. Aber um die Frage zu beantworten, nein. So, das Wort des Tages, da waren wir eben stehen geblieben. Ja. Das wird bei euch erklärt von Prominenten. Richtig, richtig. Auf sehr anschauliche es Weise. Es kommen immer prominent und erklären Wörter. Genau. Zum Beispiel? Martina Hill. Martina Hill, woher weißt du das? Ja, weil ich mich vorbereitet habe. Oh, ein Profi. Ein kleiner Witz war das. Hab ich Mundgeruch? Hast du was gegessen? Fisch. Ja, man riecht. Fisch ist gesund. Ah, okay. Du kennst dich mit Fisch aus, ja? Kennst Nein. dich mit gesunden Sachen aus? Ich esse total gerne gesunde Sachen. Fisch ist kein vegetarisches Gericht. Fisch ist ein Tier. Ja. Das wusstest du nicht, was? Jetzt bist du sprachlos, Stefan. Ja. Das wollte ich nicht. Das tut mir leid.
Aber du kennst doch der Reh. Wer kenne ich? Der Reh, den kennst du doch. Der Reh? Ist das vegetarisch? Keine Ahnung, wovon du sprichst. Das ist wieder eins von diesen Wörtern, die ich noch nicht kenne. Ich bin doch erst 3,5. Ja. Sag mal, was ist jemand wie du? Kekse. Wie ist Krümelmonster? Natürlich, wir essen alle Kekse. Wir sind voll auf Kekse in der Sesamstraße. Aber wir essen auch gesunde Sachen zwischendurch. Stefan Raab, ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Nein, wirklich? Um mal was Sinnvolles zu machen. Es ist hier, ich dachte, du ziehst dich immer so schick an, du brauchst dringend was noch Schickeres. Oh. So, muss es auch zeigen. Ja, natürlich. Mr. Happy. Mr. Happy. Vielen Dank. Ja. So. Und ja, und ich? Bitte? Und ich? Ich hab dir ein Geschenk gemacht, krieg ich nix. Ah, siehst du, deswegen habe ich auch gerade so verzweifelt in die Gegend geguckt. Naja, mach ein Geschenk. Ja, doch, ich habe ein Geschenk für dich. Jetzt bin ich gespannt. Ich sehe eins, Moment, ich muss gerade holen. Hoffentlich Hopp. Ist es nichts, was ich noch nicht verstehe. Nee, ist es nichts, was du. Bringst du mir jetzt deinen Schreibtisch? Nee, ich habe was für dich, pass mal auf. Jetzt, ich habe Angst. Achtung. Jetzt kommt's. Eine neue Nase. Na? Naja, besser als ein Tennisarm. Oder? Ja, hier, oder hier oben, guck mal, das würde auch gut aussehen. Ja, kann ich. So? Kann ich halten. Nicht wackeln. Nein. Ja, sehr gut. Au. Ah, du weißt ja gar nicht, was ist die Nase, ne? Wie bitte? Da weiß man gar nicht, was ist die Nase. Ihr habt alle ähnliche Nasen. Das ist meine Nase. Ernie und Bert, Ernie hat auch so eine Nase wie ja, du. Wir sind auch nicht miteinander verwandt, falls du das jetzt auch fragen möchtest. Hast du denn viel Freizeit? Oder ja, natürlich. Meine Sendung läuft ja morgens um 8. Jeden Morgen um 8 kommt die Sesamstraße. Wer guckt denn um 8 Uhr Fernsehen? Du natürlich. Nein, ich gucke um 8 nicht Fernsehen. Solltest du aber. Morgens um 8 kommt das beste Programm. Sesamstraße. Ja, und den Rest von Tag habe ich dann natürlich frei. Und was machst du dann, wenn du frei hast? Na, dann lungere ich bei dir hier so hinter der Bühne rum. Ja, okay. Hast du Hobbys noch? Treibst du Sport? Ja, klar. Was denn? Ach, alles, was du willst. Yoga zum Beispiel. Pass auf. Mach das mal nach, Stefan Raab. Ja. So. Also, Sesamstraße. Ja. Immer? Morgens um 8. Morgens um 8? Ja. Jeden Tag? Jeden Tag? Wie TV Total. Ist irgendwas mit deinem Kopf? Nein, mit deinem? Achso, ja, nein. Ja, dann freue ich mich, dass du da gewesen bist. Ja, ich freue mich total, dass ich da sein durfte bei dir. Ich hab dich total lieb. Mach's gut, tschüss. Elmo, meine Damen und Herren. Ja.